Raimond, bitte. Ja, wir haben jetzt den ganzen Abend gehört, dass vor allem auch Europa profitiert. Wir haben es auch sehr schön auf der Karte gesehen. Also denke ich, müssen wir die EU viel mehr in die Pflicht nehmen bei der ganzen Finanzierung. Wenn die EU irgendwo ein neues Projekt macht, wo sie sagt, die Schweiz profitiere auch, dann sind die Schweizer die Ersten, die sofort sagen, da zahlen wir, da zahlen wir. Und jetzt müsste die Schweiz halt gerade auch für zukünftige Finanzierungen, zukünftige Projekte, viel mehr an die EU in die Pflicht nehmen und sagen, ihr müsst da viel mehr mitfinanzieren, unsere Schweizer Projekte. Und vorher hat Herr Bäumler gesagt, die Kosten sind unterschätzt worden. Stimmt, ich habe sogar das Gefühl, man hat diese zwei Abstimmungen gewinnen wollen. Da hat man bewusst die Kosten zu tief ausgewiesen, damit man die Volksabstimmungen gewonnen hat. Das ist jetzt nicht das erste Mal. Wir hatten diverse Projekte, gehabt, wo die SVP davor gewarnt hat, dass die Projekte viel teurer werden rauskommen. Vor der Abstimmung hat man viel zu tiefe Zahlen ausgewiesen. Und am Schluss hat man ein Debakel, ein finanzielles Fiasko. Danke vielmals.